freuen sich auf eine ganz besondere Keynote von Michaela Wild. Michaela Wild hat ihr ganzes Leben lang versucht, die Schublade zu finden, in die sie wirklich reinpasst. Bis zu dem Tag, an dem sie alle Schubladen aus ihrem Leben entfernte und anfing, sich zu verändern. Seit dieser Zeit immer wieder aufs Neue. Und durch diese Veränderung sich weiterentwickelte. Und das macht sie unheimlich gern, sich zu verändern und immer wieder weiterzuentwickeln. Und das kann jeder von uns. Doch sehen und hören Sie selbst in der Keynote von Michaela Wild, was wäre, wenn alles möglich wäre. Herzlich willkommen, Michaela Wild. Bitte schön. Dankeschön. Wer bist du? Und wer willst du sein? Und bist du die Person, die du wirklich sein willst? Und was wäre eigentlich, wenn alles möglich wäre und du dir selbst voll und ganz vertraust? Scheitern wäre ausgeschlossen und es wäre einfach völlig egal, was andere Menschen denken. Kannst du dich noch daran erinnern, wer du warst, was deine Träume waren, bevor du gelernt hast, dich anzupassen? Als ich ein Kind war, dachte ich, meine Zukunft würde später einmal folgendermaßen aussehen. Aber die Wirklichkeit hat irgendwie anders ausgesehen. Anstatt schon als Kind eine große Schauspielerin zu sein, haben meine Eltern darauf bestanden, dass ich in die Schule gehe und gute Noten schreibe. Mir ist damals schon gesagt worden, von nix kommt nix. Und als ich gesagt habe, ich möchte einfach machen, was mir Spaß macht, war einer der Lieblingssprüche meines Vaters, wenn du zum Metzger gehst und dem sagst, du magst der Wurstsemi, dann kriegst du den noch lange nicht, nur weil du machst, was dir Spaß macht. Und so bin ich, ohne es zu bemerken, im selben Hamsterrad gelandet wie die meisten Menschen um mich herum. Bis ich eines Tages allein zu Hause in meiner Wohnung saß, frisch getrennt von dem Mann, mit dem ich dachte, den Rest meines Lebens zu verbringen. Ich war wie gelähmt, als ich mein Leben betrachtete. Es schien, egal was ich mache, wie hart ich arbeite, was ich leiste, wie sehr ich mich weiterentwickle, es schien einfach nicht genug zu sein. Wenn ich Anerkennung von meinem Chef suchte, bekam ich zu hören, Spätzle, bist zwar gut, aber du bist auch so ausgetauscht, wenn du nicht lieferst. Ich war wütend auf meine Eltern, weil sie meinen Weg einfach nicht verstehen konnten. Und ich war stinkwütend auf meinen Ex-Freund, weil er es einfach nicht auf die Reihe gebracht hat, mich so zu lieben, wie ich es gebraucht hätte. Und als ich mir all diese Situationen in meinem Leben angeschaut habe, all diese Misserfolge, alles, was nicht funktionierte und kurz darauf aber alles angeschaut habe, was gut funktioniert, alle meine großen Erfolge und all diese Dinge nebeneinander legt, habe ich festgestellt, alle diese Dinge hatten eine einzige entscheidende Sache gemeinsam. Mich. Mich und die Geschichten, die ich mir mein Leben lang erzählt habe. Und dabei stellte ich fest, ich hatte eine der größten Volkskrankheiten überhaupt und ich bin mir sicher, einige von euch kennen diese Krankheit auch. Sie lautet, ich kann nichts dafür und die anderen sind schuld an meinem Unglück. Kennt's irgendjemand? Ja, danke. Die anderen sind schuld an meinem Unglück. Ich war natürlich auch nicht schuld an der Trennung von meinem Freund, ist ja logisch. Aber selbst wenn ich nichts dafür konnte, was könnte passieren, wenn ich anfangen würde, zu 100% die Verantwortung für mich und mein Leben zu übernehmen, aufhören würde, andere zu beschuldigen und mich selbst zu verändern?
Der Gedanke gefiel mir, also war ich bereit, hochmotiviert, krempelte die Ärmel hoch, legte los. Und kurze Zeit später passierte Folgendes. Nichts. Oder zumindest erstmal nicht besonders viel. Also habe ich mich gefragt, was ist hierfür wieder die Ursache? Warum ist Veränderung eigentlich manchmal so verdammt schwierig? Doch hierfür habe ich Antworten gefunden. Unser Gehirn lebt immer noch in der Steinzeit. Wir sehen zwar aus, als hätten wir uns verändert, zumindest die meisten von uns, aber unser Gehirn lebt immer noch in der Steinzeit. Und in der Steinzeit hätte jede noch so kleine Veränderung bedeuten können. Achtung! Lebensgefahr! Denn wer hätte sicherstellen können, dass nicht um die Ecke in der Veränderung der Säbelzahntiger lauert, bereit, uns aufzufressen? Und genau dasselbe passiert übrigens in den Gehirnen der Menschen um dich rum, wenn du anfängst, dich zu verändern. Ihr Gehirn schreit, Achtung, Lebensgefahr! Die nächste Herausforderung ist, wir Menschen lieben unsere Probleme. Und wir lieben es, darüber zu reden. Und noch mehr lieben es, wenn wir andere dafür beschuldigen können. Sind wir wieder so weit? Ich habe mich also gefragt, wer wäre ich eigentlich ohne meine Probleme und ohne Drama in meinem Leben? Und da kam nicht mehr viel. Da kam nicht mehr viel. Wir lieben es, über unsere Probleme zu reden. Wissenschaftlich betrachtet sind Probleme aber nur Verdrahtungen in unserem Gehirn, die wir jederzeit ändern können, wenn wir wissen, wie. Andere Leute würden auch einfach Erinnerungen dazu sagen, aber bleiben wir bei den Verdrahtungen, die wir verändern können. Das bringt uns zu der nächsten Herausforderung. Man kann es erkennen, es ist wieder ein Gehirn. Ich kann dir also jetzt schon mal garantieren, wenn du dein nächstes Problem hast, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, es ist einfach dein Gehirn. Aber diesmal möchte ich über einen ganz bestimmten Teil unseres Gehirns sprechen und das ist dieser hier. Denn ungefähr so groß ist der Prozentanteil unseres Gehirns, den wir tatsächlich aktiv benutzen. Das Hirn funktioniert. Ungefähr so groß ist der Prozentanteil unseres Gehirns, den wir tatsächlich aktiv benutzen. Das sind ungefähr 5%. Die restlichen 95% sind auch bekannt als unser Unterbewusstsein, lebt also auch in der Vergangenheit. Hier ist alles gespeichert, was wir jemals gesehen, gehört, erlebt haben. Das ist unser Autopilot, der unser gesamtes Leben steuert. Und dieser Autopilot ist verdammt mächtig. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, du steigst ins Auto, fährst los, kurze Zeit später stellst du fest, ups, eigentlich wollte ich wo ganz anders hin. Dieser Autopilot steuert alles, was wir sagen, was wir tun, was wir denken, wie wir uns anziehen, mit wem wir sprechen, den ganzen Tag. Mein Fazit war also, wir wollen uns verändern, sind aber in Wirklichkeit gefangen in unserem eigenen Gehirn und haben unseren freien Willen an diese 95% abgegeben. Und die anderen dienen uns als die perfekte Ausrede. Wir nehmen uns also vor, ab morgen sind wir liebevoller zu unserem Partner und noch bevor wir unsere Sinne beieinander haben, sagen diese 95%, hat der Vollidiot schon wieder seinen Krempel rumliegen lassen. Wir nehmen uns vor, morgen legen wir los mit Sport, uns gesünder zu ernähren. Der Wecker klingelt, bäm, haut der Autopilot auf die Sleep-Taste und sagt, hey, ruh dich aus, du hattest eine anstrengende Woche, du hast schlecht geschlafen, mach erstmal eine Pause. Kannst ja morgen immer noch loslegen. Aber wann ist der Morgen, an dem wir endlich loslegen? Und wie schaffen wir es, dass heute der Tag ist, an dem wir heute loslegen? Die Lösung ist einfach. Wir müssen aufhören, uns weiterhin die Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen und über unsere Zukunft sprechen. Wir dürfen diese Verdrahtungen verändern und unserem Körper und unseren 95% beibringen, wie wir uns in der Zukunft fühlen wollen. Und dafür musst du eine Entscheidung treffen. Wer möchtest du sein? Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann wirst du dich immer öfters dabei erwischen, wie dein Autopilot übernimmt. Und du kannst sagen, stopp! Was will ich eigentlich? Was will ich? Was will diese Person, die ich gerne sein möchte? Und so kannst du nach und nach neue Entscheidungen treffen, dich anders verhalten. Neue chemische Prozesse werden in deinem Körper in Gang gesetzt. Und du wirst anders handeln. Und so wirst du Schritt für Schritt dein Leben verändern. Und ja, es werden wieder Momente kommen, in denen andere dich aufhalten wollen und du dir vielleicht wie gewohnt einfach die Decke über den Kopf ziehen möchtest.
Diesmal wirst du die Decke einfach abstreifen und sagen: I believe in me. I know I'll find my way. I will go strong. I will go on. And I won't stop before I'm done. 'Cause I believe in me. No matter what they say. It's all. Passieren jeden Tag. Es gibt so viele Geschichten von Menschen, die gelähmt waren und heute laufen sie wieder. Menschen, denen gesagt wurde, du bist unheilbar krank und heute sind sie das blühende Leben und kerngesund. Es gibt Geschichten von Menschen, die haben alles verloren und heute sind sie glücklicher, als sie es jemals zuvor waren. Ja, Veränderung kann manchmal ein bisschen tricky sein. Wir sehen unser Ziel, machen uns auf den Weg, kriechen los, sehen dabei vielleicht im ersten Moment etwas unsexy aus, fühlen uns, als würden wir in einem Tunnel feststecken. Aber wenn du weitergehst, dann verspreche ich dir, wird der Schmetterling in dir zum Vorschein kommen. Und manchmal braucht es auch einfach nur eine Entscheidung. Und wir müssen einfach nur springen. Und die Veränderung passiert schneller, als du es dir vorstellen kannst. Was wäre, wenn heute die letzte Gelegenheit wäre, was zu verändern? Und was wäre, wenn dein Leben deine Botschaft ist, an die Welt, an die Menschen um dich herum, an deine Kinder? Bist du zufrieden damit, wie deine Botschaft ist? Und wenn nicht, dann lass mich dir für heute eine letzte Frage stellen. Was ist wichtiger? Deine Angst? Deine alten Geschichten? Oder deine Botschaft? Dankeschön. Liebe Michaela, was für eine Botschaft. Eine wahnsinnige Performance, die du uns gezeigt hast. Wunderbar, die Kombination aus Gesang, aus Information, aus Impulsen für unser Publikum. Und ich denke, das Publikum und die Zuschauer sind genauso begeistert, wie wir es gewesen sind hier von deinem Vortrag. Herzlichen Dank für diese Impulse, liebe Michaela.